Hallo und herzlich willkommen zur Ostfriesen WG. Letzte Woche Freitag haben wir es leider nicht geschafft, ein Video herauszubringen. Heute am 22.12.2023 zeige ich euch, wie ihr herausfindet, ob ihr magisch angegriffen werdet. Fangen wir an, los geht's. Dieser Fluchdetektor, den wir heute bauen werden, zeigt euch an, ob ihr verflucht wurdet, und gegen Ende des Videos zeige ich euch noch, wie ihr den Fluch bannen könnt. Kommen wir jetzt zu den Materialien und Zutaten. Als erstes braucht ihr einen Behälter, am besten eine Glasflasche mit Korkverschluss. Als nächstes braucht ihr einen Hühnerknochen, einen Hühnerfuß, Hühnerfedern, am besten drei Stück. Ein Gemisch aus Blut und Jod, Schwefel, Baldrianwurzel, schwarzer Pfeffer, Damiankraut, Schlangenhaut, Aktivkohle und zu guter Letzt Wasser. Nun könnt ihr alle Zutaten in den Mörser geben. Ein kleiner Tipp am Rande, fangt mit den härteren Materialien als erstes an zu mörsern. Zum Beispiel mörsert erst den Hühnerknochen, danach den Hühnerfuß. Ich empfehle, den Hühnerfuß in kleineren Stücken zu brechen oder zu schneiden. Sollten sich Hühnerknochen und Hühnerfuß zu widerspenstig zeigen, könnt auch Holzpfeile oder Säge verwenden. Sobald ihr sie zu Knochenmehl verarbeitet habt, nehmt ihr die drei Hühnerfedern, bevor ihr sie mörsert, schneidet sie zuvor mit der Schere oder Messer in kleinen Stücken und mörsert sie danach. Nun gebt ihr nach und nach alle Zutaten in den Mörser, bis auf das Blutjodgemisch. Mörsert alle Zutaten gut durch und zum Schluss gebt ihr drei Tropfen von dem Blutjodgemisch hinzu und mischt die Zutaten gut durch. Nun nehmt ihr etwas von eurem Zutatengemisch, nicht mehr als zwei Kaffeelöffel voll, und gebt dieses in eine Räucherschale. Dies benötigt ihr als Räuchermischung. Und den größeren Teil eurer Zutatenmischung gebt ihr in die Flasche. Kippt den Rest der Blutjodmischung in die Flasche. Als nächsten Schritt entzündet ihr eure Räuchermischung. Als nächstes befüllt ihr eure Flasche zu drei Viertel mit Wasser. Nun verschließt ihr die Flasche mit dem Korken. Schüttelt die Flasche gut durch, damit sich die Zutaten gut vermischen. Achtet darauf, dass ihr dabei den Korken gut festhaltet. Zu guter Letzt schwenkt ihr die Flasche über die brennende Räuchermischung, bis die Räuchermischung abgebrannt ist. Und dabei sagt ihr dreimal: Jeder Fluch wird erkannt und in dieser Flasche gebannt. Zeig uns seine Anwesenheit durch Brodeln und Kochen dieser Flüssigkeit. Nun seid ihr fertig mit eurem Fluchdetektor. Und ihr könnt ihn dort aufstellen, wo ihr euch am meisten aufhaltet. Sollte jemand einen Fluch auf euch gelegt haben, so zeigt der Flascheinhalt es an. Durch Blasen oder Ringe, die auf der Oberfläche dieser Flüssigkeit entstehen. Bei besonders starken Flüchen kann die Flüssigkeit anfangen zu kochen, ohne dass die Flasche heiß wird. Das sind Vibrationen, durch die magischen Schwingungen, die von Flüchen ausgehen. Sollte der Flascheninhalt sich bemerkbar machen, so nehmt ihr die Flasche an euch und fahrt zum nächsten Friedhof, dort entleert ihr die Flasche und sagt dabei dreimal: Magier oder Hexe, du wurdest erkannt, der Fluch wurde in dieser heiligen Erde gebannt. Nun habt ihr vorerst eure Ruhe. Wenn ihr wieder Dinge wahrnehmt, die auf einen Fluch hinweisen, dann macht euch einen neuen Fluchdetektor. Wenn euer Fluchdetektor nichts anzeigt, dann solltet ihr ihn nach einem Monat entsorgen, da die Inhalte der Flasche sonst verderben. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Dann lasst mal einen Daumen nach oben für uns da. Lasst gerne ein Abo da, es ist für euch absolut kostenlos. Ihr könnt gerne Fragen und Anmerkungen in die Kommentare schreiben. Auch eure Erfahrungen mit dem Fluchdetektor. Morgen ist HDJ wieder da. Liebe Grüße, seid gespannt und bleibt dabei.